der eigentliche technische Vorgang des Dirigierens ist einfach unendlich viel leichter als all das, was die auf den Instrumenten haben. Und trotzdem ist der Dirigent der Einzige, der einem kompakten, schwierigen Werk eine richtige Ausrichtung geben kann. Das kann kein Orchester allein. Wir machen dieses Interview nach einem Programm, was hochschulgrenzwertig ist. Schon der Don Quixote ist im Grunde genommen hochschulgrenzwertig, hochschulorchestergrenzwertig, zumal man das so aufführt, wie es sein sollte, nämlich mit dem Solo-Cellisten des Orchesters und mit der Solobranche des Orchesters, vom Konzertmeister schon gar nicht zu reden. Und das ist ein sehr, sehr komplexes, sehr, sehr schwieriges Stück. Und dann eben die Wagner-Stücke, die den normalen Rahmen eines Hochschulorchesters sprengen. Das heißt für den Dirigenten oder für mich, dass ich die sehr, sehr hart anpacke. Ich versuche, dass das rüberkommt, dass das nicht eine Boshaftigkeit von mir ist, sondern dass es ein Fordern ist, dass sie auch in der Probenarbeit, was ihre Konzentrationsfähigkeit angeht, das ist ein ganz großes Problem der jüngeren Generation. Ich glaube, dass das zum Teil für die Studenten sehr, sehr anstrengend ist, aber so sieht es eben später dann in der Arbeit aus. Ich halte es für besser, wenn einer sich nach Orchestererlebnissen, die er im Alter von 22 oder 23 Jahren gehabt hat, und dann erkannt hat, das ist doch für mich nicht so das Richtige, dann aufhört mit der Orchesterorientierung, als vollständig frustrierter Musiker in einem kleinen städtischen Orchester irgendwo mittlerer oder untermittlerer Qualität in den zweiten Geigen am sechsten Pult zu hängen und da sein Leben zu verbringen und dann verbittert zu werden. Oder zu sagen, also das weiß ich nicht und vielleicht werde ich lieber Lehrer für Kammermusik oder steige noch rechtzeitig um und werde Schulmusiklehrer oder weiß der Teufel was. Das gehört auch mit dazu. Zusammenspielen in einer Gruppe von 4 oder 6 Personen ist etwas fundamental anderes als Zusammenspielen in einem solchen Orchester wie jetzt, also hier ein Wagner-Repertoire, wo 8 Hörner da sitzen, wo dreifaches, vierfaches Holz da sitzt, wo die Blechbläser eine ganz andere Funktion und Wirkung haben in der Textur der Partitur, als das in anderen kleineren Formationen der Fall ist, erfordert das ein anderes Aufeinanderhören. Und dann sitzen die in so einem großen Haufen und müssen plötzlich Reflexe entwickeln in Richtungen auf das Zuhören, an das sie nicht gewöhnt sind. Da sind andere Automatismen einfach, wo natürlich jeder, wenn man in der Orchestersprache das sagen würde, wo jeder bar bezahlen möchte. Und aus lauter Ehrgeiz, dass er bar bezahlen möchte, also alles genauso abliefern möchte, wie er es für sich für richtig hält, dann so ein bisschen den Kontakt zu den anderen verliert. Und dann ist das Herstellen einer gewissen, doch orchestralen Homogenität nicht so einfach. Wenn ein Dirigent anfängt zu quatschen, dann das geht ganz schnell, ist dann die Luft raus. Und es ist viel wichtiger zu sagen, da eilst du, da schleppst du, da bist du zu hoch, da bist du zu tief, spiel das leiser, spiel das lauter und versuch auf die zweite Klarinette zu hören, denn die spielt direkt, bevor du einsteckst. Sowas. Das ist professionell. Es ist eine derartig emphatische und auch leidenschaftliche Musik, dass man mit dem Orchester daran arbeitet, dass alle wichtigen Stimmen oder auch Nebenstimmen zu hören sind.
Das ist nicht immer so instrumentiert. Das sind diese liegenden Bläserakkorde, das war zu Wagners Zeit, die Bläser konnten alle gar nicht so laut spielen, da ging das also. Aber heute, wenn die Hörner so einen Akkord so im Mezzoforte halten, da können die Streicher machen, was sie wollen, dann sind sie gar nicht zu hören. Wenn man das also so ein bisschen abschattiert und wenn man sagt, pass mal auf, hier, das muss man hören oder das muss man hören, dann kriegen die auch, dann kriegen auch die Wagner-Reserve jungen Leute, es gibt Wagner-Fanatismus, ganz, ganz stark überall, aber es gibt auch Leute, die da immer eine große Reserve haben. Dann öffnet sich da manches für die. Und ich glaube, jetzt spielen sie das alle mit großem Enthusiasmus und lassen sich auch davon packen. Wagner und Strauss, Strauss-Opern eben auch, die Guten, brauchen vom Dirigenten her eine unheimlich große Erfahrung. Oder um es anders auszudrücken, der Herbert von Karajan hat mal von irgendeinem symphonischen Meisterwerk gesagt, das ist so schwer, das muss man 100-mal öffentlich dirigiert haben, bevor man es zum ersten Mal öffentlich dirigiert. Ich denke mal, dass das doch ein Hochschulorchester ist, was absolut zum allerobersten Hochschulorchesterniveau, was es vielleicht so in Deutschland geben könnte, gehört. Gehören auch nicht zu denen, auch bei jungen Leuten nicht zu denen, dauernd zu sagen, das war ja fantastisch oder so, weil diese Kommentare nutzen sich ganz schnell bei allen Menschen ab, das hat überhaupt keinen Sinn. Man soll also sehr, sehr viel fordern und dann wird das langsam besser. Und dann sollte es auch für diese jungen Leute eine Selbstverständlichkeit sein, dass es besser geworden ist. Und nicht ein glücklicher Zufall.